Willkommen zurück zu Lisa. Ich habe die Zeit etwas genutzt, um mich in der EWC, die sich links von uns befindet, den Dystopian Rumble etwas auszunutzen und so meine Charaktere zu leveln. Brad ist mit 27 schon ein bisschen höher, aber das liegt einfach daran, dass er dann doch immer in der Party dabei sein muss. Aber alle anderen haben es nicht zu sehr übertrieben, haben aber ein paar Level-Ups bekommen und auch gleichzeitig Skills, um dann doch etwas stärker zu sein. Dazu bedanke ich mich für die Kommentare, das hat mir sehr geholfen und ich weiß doch jetzt, wie wir uns ein bisschen besser auf die kommenden Sachen vorbereiten. Hier können wir aktuell so überhaupt nicht weitermachen, dementsprechend brauchen wir uns da auch nicht drum scheren. In der EWC haben wir ja drei Optionen. Und zwar Dystopian Rumble ist wie gesagt die Möglichkeit, um grinden zu können. Tag Team Championship hatten wir abgeschlossen, dementsprechend haben wir zwei Belts bekommen, die wir anlegen können, sowie Shock Lord in der Party und Eternal Championship. Das ist scheinbar die Solo-Manier und da ist es ganz wichtig, wenn wir das Ganze gewinnen, können wir in der EWC nicht mehr auf den Dystopian Rumble zurückgreifen und so etwas grinden. Mit anderen Worten, danke, das werden wir uns jetzt ganz bewusst offen lassen, denn hier ist das Ganze einfach nur optional und es ist einfach eine gute Möglichkeit, um Max zu farmen und Level-Ups zu bekommen und ich denke, es ist cleverer, gerade weil es optional ist, diese Option sich offen zu lassen, denn wenn wir auf einmal etwas stoßen, das vielleicht zu schwer für uns ist oder ähnliches, dann können wir hier darauf zurückgreifen. So, ich würde jetzt ganz kurz mal hier raus flüchten, denn diese Musik geht mir auf den Keks. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Genau, wir sind nicht auf dem richtigen Weg. Aber pro richtiger Weg. Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende von Area 2. Und in jedem dieser Areas war es immer der Fall, dass wir auf irgendetwas Fieses stürzen. Oder stoßen. Und ich habe das Gefühl, dass wir halt jetzt von Area 2 auf Area 3 übergehen. Und da ist die große Frage, was wird auf uns zukommen? Und ich gehe mal wirklich davon aus, dass wir mal wieder vor eine Option gestellt werden. Die Frage ist, was könnte das sein? Wir hatten bisher zwei. Die allererste war Terry Hinz oder all unsere Items. Dafür hatte ich mich bei Terry Hinz entschieden, ihn wegzugeben. Dann die zweite war, dass wir entweder unseren Arm hergeben oder, und ich glaube, das war die zweite Position, also einer unserer Leute wird umgebracht. Auch da hatte ich mich wieder für eine Person entschieden gehabt, einfach weil ich dachte, dass der Arm nicht falsch ist. Und ich gehe mal davon aus, dass wir erneut, wie gesagt, angegriffen werden, man mir erneut versuchen wird, einen Arm wegzuschnibbeln und entweder erneut jemanden umzubringen oder sie gehen wieder auf mein Inventar los. Kann ich mir aber nicht mehr vorstellen, muss ich ganz ehrlich zugeben, einfach weil Inventar mittlerweile nicht mehr allzu interessant ist. Und dementsprechend gehe ich mir wirklich davon aus, Arm oder Mitglied. Die Frage ist, wird es so simpel bleiben? Wird es wirklich nur einer sein? Und da ist auch wieder die Frage, wie könnte man sich darauf vorbereiten? Ich meine, ich könnte extremst gehen und einfach meine komplette Party auffüllen. Mit anderen Leuten, die mir am Arsch vorbeigehen. Ich meine, ich habe mittlerweile so viele Leute, da den einen oder anderen reinzuwerfen, sollte weniger ein Problem sein. Wisst ihr was? Dadurch, dass ich wirklich das Gefühl hatte, wir hatten ja unten diese eine Cutscene, die mir zu wenig war, um zu sagen, oh, jetzt gehen wir zu Area 3 über. Und dementsprechend, ja, dementsprechend werde ich wirklich die Party anpassen. Und ich denke, ich werde einfach sicherheitshalber einfach alle drei anpassen. Und gucken, ob das genug ist. Kann ja auch sein, dass es aber weit mehr sind. Oder vielleicht sogar alle Partymitglieder. Das ist ja auch eine Möglichkeit. So, wen wollen wir austauschen? Ich denke, es ist relativ... das heißt relativ klar. Denn da sind definitiv auch ein paar Leute dabei, die nicht falsch sind. Aber auch gleichzeitig hier zum Beispiel Level 13. Ist der in irgendeiner Hinsicht gut? Das ist die große Frage. Stunning, Pelvis Thrust, Cool Backflip, now. Okay, also du bist der Erste, der weg ist. Olli. Olli.
Ist mir eigentlich auch Wurst. Bo, der ist vielleicht gar nicht mal falsch. Gies, von dem weiß ich zu wenig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Gas? Gas wirkt wieder so einer, der eher so der Buffer ist. Aber ich glaube, bis ich den hochgelevelt habe. Ja, also ich glaube, ich werde es tatsächlich so nehmen. Ich werde einfach die letzten drei mehr oder weniger wählen. Bei denen habe ich nämlich nicht das Problem, wenn die draufgehen. Die Frage ist, ob es sich lohnt, bei denen das Equipment abzulegen. Ob das irgendwie clever ist. Ich probiere es einfach mal. Den Pencil darf er sogar behalten. So ein Glückstag, hey ho. Okay, kann ich hier nochmal kurz gucken? Oh, sweet. Ja, stimmt. Wir hatten nochmal zwei Bottles bekommen. Also auch hier perfekt genutzt. So, dann gehen wir mal hin, speichern. Und richtige Richtung fahren, nicht vergessen. Und dann gucken wir mal, ob das notwendig war. Okay, hier kann man auch nochmal speichern. Dann mache ich das natürlich erst recht nochmal. So, die beiden hatten wir. Genau. Die hatten wir einfach gesagt, die sollen weggehen. Mal gucken, ob sich das irgendwann beißt. Aber aktuell ist mir das egal. Hi. Guten Tag. Ich sehe dich. Did you have a nice reunion? I thought you would want to see your pals, so I let them live for you. That reminds me. So you know this girl? I do all too well. I never wanted her here. It's no place for a girl. But I guess she can be a useful tool. Maybe now I can show you what it feels like. What do you want? That's nice. You're learning. Shut the fuck up. Just tell me what you want. Bradley, I'm shocked. You really are changing, but you still haven't suffered enough. You used to be so joyful. These people are holding you back. You're better off alone. I want them all dead. Or... her nipple. I will cut it off. That's fair, right? She has two after all. It's not a tough choice. Cut it off, kill them. Neither I will kill you. Okay, das brauche ich gar nicht erst versuchen. Das wird gar nicht erst funktionieren. Cut it off. Ansonsten dem Typen da oben fehlt ein Arm. Und dem da unten auch. Interessant. Also hier bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Denn nicht weil, oh, so eine schwere Sache, sondern einfach cut it off. Klar, unangenehm, ohne Frage. Aber es ist kein Arm, es ist nicht der Kopf. Ich denke, man könnte mit der ersten Sache leben. Die Frage ist, was für Story-Auswirkungen hat das? Aber ich denke, dass sie es eher verstehen kann, etwas doch weniger Schlimmes zu verlieren, als dafür drei Leute draufgehen zu lassen. Ich gehe mal wirklich davon aus, dass es alle drei sein sollen. Also ich würde ganz ehrlich eher das erste nehmen, so unangenehm wie es ist, anstatt halt drei Leute draufgehen dafür zu lassen. Also ich würde eher das nehmen, auch wenn die drei mir theoretisch egal wären. I see. Sorry, sweetheart. It's not me doing this. It's him. Wow. Tough kid. Here, you keep it. As a reminder, never forget this feeling. You got a nipple. Ooh. Now then, we should be going. Bye. Okay. Dementsprechend werde ich mal ganz kurz zurückfahren und speichern. Natürlich einen neuen Slot anlegen dafür, denn... Und ich will wirklich mal gucken. Key Items. Okay, ist kein Key Item. Es ist kein... Bitte sag mir nicht, dass das Armor oder sowas ist. Oh Gott, it is.
Reminder of your choice. Bitte sag mir nicht, dass ich das auch noch anlegen kann. Vor allem gibt es Status-Boni. The hell? How? I don't wanna know. Ich will auch gar nicht wissen, wie das getragen wird. No. Yuck. Okay. Damit habe ich... Soll ich zurückkehren und auch meine Party anpassen? I don't know. I don't know. Wie gesagt, es wirkte sich jetzt hier irgendwie zu wenig an. Well, that was quick. She got away. She's impressive. I will give her that. It's always the sweetest fruit that come from the most rotten loins. She should have been a real asset with the woman. What are you talking about? It doesn't concern your kind. Brad, I've been working very hard with you. I'm glad you've been taking joy. I quit that shit. It doesn't matter at this point. I've made sure of that. And it's a good thing. I get to play with you longer. But no matter what I do, it still hurts. You haven't suffered enough for what you did to her. God damn it. Können wir den nicht einfach mal kaputt hauen mittlerweile? Your arm. I still want it. Give it to me. Or give me your possessions. Oh. Your magazines, your clothes, items. All of it. You can survive without without them? What's more important to you? Also wir hatten ja schon in der Vergangenheit gesehen, als ich das mehr oder weniger gemetagamed hatte und geguckt habe, was passiert, dass wir Stats verlieren und vermutlich auch ein paar Moves oder Moves angepasst werden. Items hingegen, wenn wir ganz ehrlich sind, kann ich wiederbekommen. Die Max kann ich erfarmen, Items, okay, zugegeben, die Flaschen wären etwas übel, wenn ich die verlieren würde. Und die Frage ist halt... Equipment wäre auch eine gute Frage. Wenn ich all mein Equipment verlieren würde, das wäre auch heftig. Aber auch das könnte ich theoretisch wieder erfahren. Es gibt überall, alle Sachen sind eigentlich im Shop gekauft, mit Ausnahme von halt so den Tag Team Belts. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass ich die verliere. Oder will der unbedingt den Nippel zurück? Weil den Nippel kann er auch so wieder haben. Ganz ehrlich, ich hätte lieber einen starken Brett als die Items. Ja, und why are you doing this, frage ich erst gar nicht. Das riecht nur nach einer Falle oder einem Fehler. Take it all. Remember, you deserve this. He took all of Brett's stuff. Okay, dann gucken wir mal, wie das jetzt aussieht. Hat er seinen... Okay, das hat er nicht mehr. Items sind weg, aber Weapons und so ist noch da. Dementsprechend... Tag Team Belt. Ha. Ja, so ist nicht. Wir haben das ganze Zeug noch. Ha. Also das ging noch. Klar, ich denke, dass es nicht angenehm ist, dass wir unsere Items verloren haben. Aber das sind wirklich nur die Items. Okay, dann würde ich wirklich... Ja, und die Max, okay. Dann würde ich aber wirklich sagen, dass ich jetzt nochmal umdrehe... Party anpasse und dann die EWC noch ein bisschen ausnutze, um das ganze Zeug wieder zurückzubekommen. Ganz simpel. Das Lustige ist auch, wir haben überall Bars herumstehen und Parfüms kann ich auch mittlerweile kaufen für 20 Max. Also ich sehe das als nicht das größte Problem an. Muss ich ganz ehrlich zugeben jetzt. Und da kommt dann noch mehr. Okay, wir eiern so ein bisschen langsam herum. Könnten wir das ein bisschen schneller machen? Dankeschön. Aber ernsthaft, ich denke, das war die mitbeste Möglichkeit oder Auswahl, die wir hier getroffen haben. Damit haben wir nämlich Brett, der immer noch stark ist. Und all meine Gegenstände waren nicht all meine Gegenstände. Also entweder ist es so gewollt, oder ein Bug, auch möglich. Okay, dann würde ich sagen, ich werde mich wieder ein bisschen aufpäppeln und dann geht's gleich weiter.
Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit vergangen ist, aber ich habe dann doch einiges investiert, um das Ganze wieder halbwegs auf einen guten Standpunkt zu bringen. Und ich hatte zwei Möglichkeiten, wie ich das am besten angehen konnte. Und zwar kann ich wie gewohnt in der EWC kämpfen. Da kriege ich ungefähr 0 bis 35 Max und 2000 XP pro Kampf. Das geht in Ordnung. Aber das Problem ist, dass ich nicht allzu viel leveln wollte. Dementsprechend habe ich auch ein bisschen auf die Alternative zurückgegriffen. Und zwar in Area 1 kannten wir schon, aber auch in Area 2 gibt es einen Bereich, wo man gegen diese Shadowy Figures kämpfen kann. Und die droppen immer 10 plus hier und da ein paar Items. Ebenfalls bin ich hingegangen und habe mich zu dieser Construction-Zeit begeben gehabt und habe dort diese ganzen Footballer umgehauen, denn die haben auch noch ein paar Bottles gedroppt, was bedeutet, ich kann die jetzt auch in der Zukunft wieder nutzen, denn das ist leider das Problem, ich habe nicht die Anzahl an Bottles, um dann halt Soup zu bekommen oder Wasser zu sammeln oder Firebombs zu erstellen, das ist alles weg und dementsprechend müssen wir wirklich so ein bisschen mit dem leben, was wir haben. Das bedeutet, ich habe ein paar Parfüms gekauft, ich habe ein bisschen Mystery Jerky bekommen durch die Shadowy Figures, ich habe ein bisschen Coca-Cola bekommen und ich habe bei der Construction-Zeit gesehen gehabt, dass man da Iced Tea kaufen kann für sagenhafte 50 Max pro Can und die stellt alles her. Und zwar HP und SP. Und dementsprechend habe ich 15 Stück davon gekauft, was extremst lang gedauert hat. Aber jetzt haben wir wenigstens so ein bisschen was und können hoffentlich jetzt hier weiterspielen. Und ich hoffe, dass jetzt nicht wieder nochmal was passiert. Und ich mich dementsprechend jetzt angemeiert habe. Oh hey, habe ich dich nicht umgebracht? Dude, I'm tardy. And guess what? The girl stole my boat. She sailed to the island to the far right of us. It's unbelievable how resilient she was. I was completely overpowered. Now, I do have a brother who has a boat, but he couldn't possibly make it over here. The waters are too rocky. But if we can build a new boat, I can take you to her. I just need some wood, a sail, a way to propel the boat, and tools to put it all together. You get all that, and we got a deal. So get to it. Okay. Das klingt nach einer Aufgabe. Oh boy. Oh boy. Okay, ja, das wollte ich jetzt allererstes finden. Und zwar eine Möglichkeit zu speichern. Wir haben Gang-Symbol. Wir haben... Ach du heilige Scheiße. Ich will erstmal so ein bisschen hier reingucken und mich umgucken, okay. Jürgen! Oh, sweet! Domestic Jerky, Horse Jerky. Oh, damit müsste ich mich eigentlich auch nochmal eindecken. Oh, Coffee ist auch hier. Oh, sweet! Das heißt, wenn ich von hier aus jetzt immer wieder vor und zurück gehen würde und nochmal weiter grinden würde, dann hätte ich auch hier nochmal eine Möglichkeit... 1000 ist eigentlich auch... Ist die Frage. 1000? Ja, manche müssten von denen mittlerweile 2 essen. Ja, okay. Dann ist es besser, die 5 Max mehr auszugeben und dementsprechend das sicher zu haben. Okay, damit haben wir jetzt was. Oh, sehr schön, den Sprung kann man so machen. Ich glaube, ohne Fahrrad wäre das nicht möglich. Und dementsprechend... Keinen Schaden genommen. Ja, ich will noch ein bisschen gucken. Da war der, genau. Und dann haben wir hier noch eine Sache. Okay. Oh, die gleiche Musik wie bei den Shadowy Figure-Bereichen. Wo man genau weiß, wann der Gegner kommt, weil die Musik dann so ein bisschen intensiver wird. Okay, ich will, wie gesagt, jetzt hier noch wirklich einmal mich umgucken. Ha, hier ist ein Bereich, wo man rauskommt. Aber das ist nicht der gleiche Bereich. Interessant, interessant. So, und hier kommen wir jetzt zum Wasserbereich. Und da gehe ich aber mal davon aus, dass wir hier nichts machen können. I'm tardy! And guess what? The girl's nochmal... Okay. Interessant, warum der jetzt hier das gleiche nochmal sagt. Ich denke, es ist einfach so als Erinnerung... Obwohl ich dann hätte es besser gefunden, wenn man dann halt einfach nur mal einen extra Dialog sagt, hey, ich warte hier.
Wenn du nochmal wissen willst, was du brauchst. Das brauche ich. Nicht aber der gleiche Text nochmal, denn es wirkt jetzt wie ein Bug, als hätte der da unten nicht stehen sollen. Und... das war einfach merkwürdig. Okay, fangen wir wirklich einfach mal hier an. Kann euch nicht sagen, ob das clever ist oder nicht, aber... Windswept. Achso, ich kann gegen die gar nicht kämpfen. Minuscule. Arc. Okay. Das missfällt mir sehr. Insecurity. Beauty. Frustration. Fällt mir sehr, dass der hier... oh boy. It's glaring at the man and it's too distracted to fight. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte mit dem... hm. Ja, okay. He found a resort map. Oh, interessant. Können wir theoretisch nochmal irgendwo hin? Garbage Resort. Damit können wir also zu Shardy wieder. Okay, das tut mir jetzt hier weiter alles nichts. Hm. Bestimmt gibt es irgendeine Möglichkeit, gegen die zu kämpfen. Aber nicht aktuell für mich. Okay, gut. Damit kann man leben. Gucken wir mal. Oh boy, hi. Turn around. Gladly. What's back there? Oh. Oh. Hätte nicht von der Rando Army. Und zum Brad natürlich wieder mit Joy Withdrawal. Vielen Dank. Wer bist du? Spoonie Sidebook Wee. Mhm. Klar, warum nicht? So. Wir haben mittlerweile den Big Fireball. Und Encourage Greatly. Das hatten wir, glaube ich, schon. Aber Big Fireball ist neu. Das nehmen wir natürlich mit. Hier machen wir Gasoline Spit. Und du hast neue Power. Und zwar Finger Beam 6. Oh, sweet. So, und wir wollen einsetzen BDAS. Ja, leider ist das Dings nicht, aber 7000. You don't know what you're doing. Oh, 4000, sweet. Hoho. Oh, Rando Rations, sweet. Double sweet sogar. Denn die stellen auch alles wieder her. Und das kann man immer gebrauchen. Oh, shit. Marty. Ja, du musst... hab ich... warum habe ich so viel Schaden genommen? Ha. Ich meine, ich habe kein Problem damit, halt wieder umzukehren und zur... okay, wenn wir die so einfach besiegen, ist es mir auch sogar angenehm. Ja, die sind eklig, weil die scheinbar halt... oh, baby. Oh, boy. Das wird alles so richtig bitterbös. Und so muss ich mal gucken, ob mein Birdie vielleicht nicht irgendwie noch ein bisschen schneller hinbekommt. Denn ich würde logischerweise am liebsten halt Gasoline als erstes ihn spucken lassen, bevor ich dann halt mit meinen Feuerattacken komme. Muss ich gleich mal gucken. Okay, das funktioniert zwar, aber halt Schaden ist übersichtlich. Gucken, ob das jetzt besser wird. Oh! Das ist eine gute Frage, ob das normalerweise einen Insta-Kill wäre bei einem anderen Charakter. Das wäre eine gute Frage, ne? Okay, ist jetzt zwar unfein. Ja, okay, da brauchen wir gar nicht großartig weitermachen. Denn... obwohl, lass mal doch weitermachen. Aus dem Grund, ich will wissen, ob der halt ganz bewusst... mach ich wirklich einfach nur das Wenige. Ob der immer diesen Skill einsetzt. Das wäre interessant zu wissen. Ich meine, ich werde den Kampf so oder so halt abbrechen, auch wenn ich ihn jetzt gewinnen würde. Weil ich den Charakter nicht verlieren kann. Und execute. Und zwar machen wir wirklich wieder das Beste. Um zu sehen, wie viel HP der auch hat, logischerweise gleichzeitig.
Kiesel ist nicht unmachbar. Oh, aber XP gibt ja einiges. Okay, dann würde ich sagen, ich lade kurz neu. Und dann versuche ich es einfach nochmal. Okay, das war wirklich... Diesmal war weitem einfacher. Brad ist zwar einmal draufgegangen, aber ich habe dafür gesorgt, dass er Angst hatte. Er hatte rumgeheult, er hatte andere Attacken eingesetzt. Und dementsprechend konnte ich damit umgehen. Drunkia Tumble vor, schön. Und Joy. Okay, okay. So. You found some keys. Okay. Mike. Das sagt mir so überhaupt nichts. Okay, ich werde wieder zurückgehen. Einfach um... Okay, schön. Um zu speichern, denn den Spaß tue ich mir nicht nochmal an. Und gleichzeitig könnte ich ruhig mal heilen eigentlich. Weißt du was, ich mache das so. Passt schon. Werde ihn einfach dann in Kämpfen immer wieder hochpeppen. Okay. Ja, okay, das war auch zu erwarten, dass jetzt aus der anderen Ecke noch einer ankommt. Du machst einfach nur Guard. Und du wirst heilen. Sonst hätte ich bei Percy überlegen. Ja, okay. Das war einfach nur dumm. Dann kann ich mal was anderes einsetzen. Und zwar den Skill, den ich erlernt habe in der Zwischenzeit. Home Run Head Slide. Habe ich bisher nicht unbedingt die besten Erfahrungen mitgemacht, aber er ist umgefallen dabei. Das heißt also, das ging so in Ordnung. So, auch du machst weiterhin Guard. Das Schöne ist, Guard gibt ihm auch weiterhin TP. Und du kannst einfach mal nur schießen, glaube ich. Das hoffe ich reicht. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Leider geben diese überhaupt nichts und können, glaube ich, auch gleichzeitig vergiften, wenn ich mich recht entsinne. Gott. Okay, der Bereich kotzt mich jetzt schon extremst an. Du machst Guard, du machst Shoot, alles klar. So. Head Slide, das ist der Move Nummer 1 in der EWC für mich. Einfach weil er super häufig Fallen, zumindest dort, erzeugt. Und so die Gegner daran hindert, dass sie angreifen können. Okay, davon kommen jetzt also hier Milliarden Stück. Und ich habe hier leider einfach nicht die Chance, den ernsthaft auszuweichen. Okay, mal gucken, ob WAWA es auch tun würde. Es kostet insgesamt, glaube ich, weniger. Ja. Gut. Gut, gut, gut. Die Frage ist, wo komme ich hier hin? Außer... immer mehr Smarty Spiders. Das klang wie Smarty Spiders. Ja, weiterhin. Und du weiterhin das. Also ich gehe mal wirklich davon aus, dass wir hier jetzt so in dem nächsten Bereich angekommen sind, wo wir auch wirklich alles, ja, finden werden, was wir benötigen. Ich merke immer, dass ich das Falsche mit Percy mal versuche zu machen. Denn diesen Feuerangriff brauche ich dann doch wiederum. Ja, das ist eigentlich mein Schaden. Ansonsten auch ebenfalls, das ist jetzt wirklich Area 3 hier. Was bedeutet, ich kann mit meinem... mit den Truck Keys ohne Probleme hier wieder hinfahren. Okay, also bitte fragt mich jetzt mittlerweile nicht mehr, wo ich mich hier aufhalte. Ha, oder verliert es doch über die Zeit immer wieder. Never mind. Dann lasse ich ihn dann trotzdem mal wirklich wieder trinken. Also hier ist auch wirklich gerade in diesen Kämpfen wichtig, dass Brad funktioniert. Denn ohne wäre das dann halt schon wieder eine ganz andere Geschichte. Aber ich würde ganz gerne hier jetzt irgendwann mal fertig werden. Dass wir entweder irgendwas finden... Ja, und ich muss auch schon fast wieder überlegen, anzufangen, Leute, ihre SP wiederherzustellen. Wollen wir das vermutlich nicht hinbekommen werden. Ja.
Wäre ganz schön, wenn wir jetzt hier dann doch langsam mal zu einem Ende kommen würden und nicht immer nur gegen diese doofen Viecher kämpfen. Oh boy. Hi, wer bist du denn? Jemand, der nicht mit uns reden möchte. Okay. Das ist mir ein Ticken zu wenig. Interessant. Das wollte ich nämlich auch mal testen, ob man den theoretisch ausweichen kann. Aber im Endeffekt sind die dann doch nicht so dumm scheinbar. Kannst du theoretisch auch einen anderen Skill einsetzen? Aber mal gucken, was das wiederum machen würde. Wie viel Schaden das anrichtet. Nicht HP, SP. Niedlich, definitiv. Ja, das reicht. Das ist auch angenehm für mich, weil dann brauche ich Percy nämlich nicht immer da wieder reinschicken mit so viel SP-Verbrauch. Yo! You don't belong here, Outsider! Time to go! Leave? Wrong move! Okay, mal gucken, ob wir das bereuen. Oh boy, das könnten wir eventuell tatsächlich bereuen. So, du machst den Big Fireball auf den da, weil der in der Mitte herumfliegt. Und du machst auch Gasoline Spit auf den Kollegen und ja, du lässt jetzt, denke ich mal, wirklich anfangen, SP herzustellen. Oh boy, die kommen alle relativ zeitig dran. So, mal gucken, wie viel wir mit dem Headslide anrichten dürfen. Vielleicht können wir da gleich mehrere, ja, drei immerhin. Drei haben wir immerhin zu Boden geworfen. Das könnte problematisch werden. Oh, das ist übel. Das ist ja richtig übel. Das war vielleicht ein Ticken zu zeitig. Obwohl, Moment. Nee, du musst eigentlich wirklich mit deinem Feuerskill jetzt ihn auch tatsächlich angreifen. Und du musst dich einfach selber heilen. Sweet. Oh fuck, ich habe auf den Falschen gezielt. Oh Gott, aber der ist draufgegangen, okay. Er hat sich selber geheilt, das ist gut. Ist zwar nicht genug, aber wenn die vielleicht nicht alle auf den gleichen losgehen, können wir damit vielleicht arbeiten. Okay, du musst trinken, das ist leider das Blöde an ihm. Sweet. Und weißt du was, ich muss alle mal wieder versuchen, auf den Boden zu werfen. Ich glaube, das ist cleverer. Vorhin einer, drei. Ja, sehr schön. Hast dich selbst wieder hochgeheilt. Das ist ideal. Oh, Paralyse. Okay, da ich das eher nicht kann, muss ich dann jetzt definitiv mit ihm auch den Angriff machen. Und ich könnte überlegen, Secret Stash einzusetzen. Ja, mach mal. Und dann kannst du nämlich jetzt mal kurz angreifen. Ja gut, er hat auch nicht getroffen. Und wir gehen mit unserem stärksten Fireball vor. Okay. Das war definitiv nicht die Animation, die ich erwartet habe. Okay, die anderen stehen wieder auf. Das heißt also, hier werden wir dann weiterhin so arbeiten. Der ist immer noch paralysiert. Das ist doof. Ja, weiterhin so angreifen. Was soll's. Sehr gut. Hehehe, wie viele da wirklich auf die Fresse fliegen, ist super angenehm für uns. Okay, du bist wieder dabei. Du wirst aber weiterhin diesen Move einsetzen. Du wirst Fireballs anfangen auf den da. Du wirst, denke ich, auch auf den spucken. Und ja, da darf ich mich eigentlich jetzt nicht zurückziehen, sondern ernsthaft weitermachen. Sweet! Also die Party gefällt mir mittlerweile sehr gut. Okay, der steht jetzt wieder. Das heißt, darum will ich mich auch wieder kümmern. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt gut dabei sind. Damn, yes. Wunderbar.
Ich denke, das haben wir alles sehr gut gelöst. Ninja Scarf. 50 Max obendrauf. Okay. You got a large fan. Und das war's. Hoffe ich jetzt mal wirklich, denn... okay. Nutzen wir die Dings, um hier rauszukommen. Die Keys. Und dann würde ich sagen, kommen wir hiermit zum Ende des Teils. Ich überlege, ob wir dann tatsächlich uns die Resort Map angucken. Einfach weil, wenn wir sie schon haben, warum nicht? Dazu ist auch noch in Area 2. Also ich mir vorstellen kann, ist die nicht unbedingt auf Area 2 Niveau. Gut. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.